So, dann ein herzliches Willkommen zur Limesliga-Sommerturnier-Berichterstattung. Ein Spiel von der Hinrunde. Hier ist der Jan. Ja, und hier ist der Okko. Genau. Und wir haben gedacht, wir machen uns mal ein Bier auf und Prost. Prost. Und gucken so, was, wer, wie gespielt hat. Ich hatte ja noch eine kleine GoPro dabei. Hab gedacht, so für die Erinnerung ganz schön, einfach mal einen Turnierbericht von, haben wir insgesamt 3 Spiele und das ist jetzt das erste. Und ja, wir sind beim Warm-up und natürlich beim Theorie-Crafting und der Listendiskussion. Das erste Spiel findet statt zwischen Fabs alias Pekebu und Frank alias Frank. Frank the Prank. Frank the Prank. Frank the Prank, ja. Hat er mir extra noch geschrieben. Ja. Für mich übrigens der Überraschungsspieler schlechthin auf dem Turnier. Es war mir eine Freude, zweimal von ihm so richtig den Arsch versohlt bekommen zu haben. Ja, das war krass. Ja, absolut. Ich bin da auch, ich habe natürlich an dem Tag war ich wirklich so hin und her, waren es die Würfel, aber ich muss wirklich sagen, der Frank hat auch einfach durch das gesamte Turnier hindurch eine sehr solide Leistung dahingelegt und hat einfach toll gespielt. Und gerade deswegen freue ich mich jetzt auch, quasi dieses Spiel zwischen dem Fabian und dem Frank nochmal kommentieren zu dürfen und vielleicht die ein oder andere Bösartigkeit in Richtung meines Opponenten zu schmeißen zu können. Ja gut, da hat er aber auch ein krasses Setup. Aber gut, fangen wir eins nach dem anderen. Fangen wir an mit Fabs. Genau. Fabs hat, finde ich, mich auch total überrascht. Ich hab's, absolut. Hier seht ihr jetzt mal das Setup. Also, ich sag mal so, ich habe dem nicht so viel zugetraut, wie es dann eigentlich letztendlich gerissen hat. Ja, bin ja ganz ehrlich. Also, ich lasse mich ja immer eines Besseren belehren. Er fliegt hier als erstes natürlich sein Mainship, Kath, ja, die, also Scum-Liste, mit bis an die Grenzen, dem K4-Sicherheitsdruiden. Der eine schöne zusätzliche Zielerfassung gebracht hat. Und zwar jedes Mal, wenn er eigentlich fast geflogen ist. Das war ziemlich krass. Ja, eine super Karte. Und gerade für nur 3 Punkte ist die also echt nicht zu verachten. Also es ist gerade auf dem großen Schiff, wo du öfter grüne Manöver machst und eben dann da vielleicht nochmal mit einem verbesserten Triebwerk eben trotzdem noch eine ordentliche Entfernung hinkriegst, ist das halt einfach eine ganz super Karte. Ja, und kombiniert halt mit den, also seine Beweglichkeit halt extrem gepimpt mit Trägheitsdämpfern und verbesserte Triebwerke. Ja. 5 Punkte investiert, aber trotzdem bleibt er mit der ganzen Cass im Prinzip unter 50 Punkten. Ja. Ja. Also ich muss dazu auch sagen, also ich finde ganz klar, das Setup ist schlechter als der Spieler, muss man wirklich so sehen. Also ich bin auch nach wie vor nicht überzeugt davon, auch der Fabian hat mir den Hintern versohlt, das muss ich hierbei zugeben, aber auch zweimal, verdammt. Aber nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor nicht davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass der Fabian auch, wie der Frank eben, klar, ganz klar, wie eigentlich jeder, der sozusagen, das ist jetzt voll das Selbstlob, kann ich jetzt aber nicht ändern, jetzt habe ich den Satz schon angefangen. Also wie jeder, der sozusagen auf die letzten 4 gekommen ist, hat rundweg eine solide Leistung gebracht. Und ich stehe wirklich zu dem Satz, dass der Spieler besser ist als das Setup. Ganz einfach, weil der Fabian hervorragend geflogen ist, keine Fehler gemacht hat und eben auch aus seinem Setup das Maximum herausgeholt hat. Ja, und da kommen wir jetzt wieder auf die Trägheitsdämpfer. Ist auch eine hervorragende Karte vom Scum, finde ich, für einen Punkt. Und der Gegner muss immer damit rechnen, dass er, solange er sie hat, also im Grunde ist das eine Karte, die müsste man versuchen, möglichst lang zu behalten, weil sie einfach eine weitere Option ist, die der Gegner eben einberechnen muss. Und wenn er sie eben vergisst, kann das eben durchaus tödlich für die Gegner, für die entscheidenden Schiffe sein. Ja, das stimmt. Ja gut, dann haben wir noch den HWK. Der auch nicht nur dazu da war, Abschüsse zu erzielen, sondern auch Gegner extrem zu schwächen. Palop Godali, der konnte nämlich zu Beginn der Kampfphase immer einen Fokus- oder Ausweichmarker in einer Reichweite 1 bis 2 von einem gegnerischen Schiff entfernen. Das war, fand ich, extrem lästig. In meinem Spiel gegen Fabs, vor allem in der Hinrunde, extremst lästig. Mit Veteraneninstinkten gut ausgestattet, gesetzloser Techniker, Blastergeschütz und die Trägheitsdämpfer aus der Hinrunde unterschlage ich jetzt hier einfach mal. Ja, aber ich muss auch... Schönen Gruß an Fabs. Ja, genau. aber ich muss sagen, ich mag ihn gar nicht, den HWK, aus folgendem Grund. Ja, Fokus entfernen, schön und gut. Aber wenn man sich dieses Setup anschaut, ist der HWK, zumindest war es bei mir so und ich vermute bei dir auch so,
definitiv das erste Ziel, was man sozusagen, wenn man diese Liste bekämpft, sozusagen runternehmen wollte. Der Fabian hat da gut gegengearbeitet. Schön, dass du wolltest. Ja, genau, wollte, genau. Aber ja, das, genau da komme ich jetzt drauf. Der Fabian hat da sehr gut gegengearbeitet, indem die HWK, das werden wir vermutlich jetzt in diesem Spiel auch sehen, ich kenne es noch nicht, insofern bin ich doppelt gespannt, ob das jetzt stimmt, was ich sage, aber er lässt ihn defensiv hinter den Z95 fliegen, so dass er ihn eben so weit abschützt, dass er erstmal mit Cass hineingehen kann, die Z95 zum Blocken nutzen kann und eben dann der HWK später zur Geltung kommt mit dem Blastergeschütz. Aber gerade aus dem Grund ist es halt eine lange Zeit, Phase des Spiels, wo er das nicht nutzen kann. Nämlich erst dann, wenn er wirklich in Reichweite ist. Also das heißt, die Herausforderung für ihn ist es, das HWK lebend an den Gegner heranzubringen, um diese Fähigkeit nutzen zu können. Der Pilotenwert von 7 bringt ihm nicht so viel. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube, er hätte auch einen auch auf 5 lassen können. Das ist für mich so ein bisschen eine Karte. Na, ich habe noch einen Punkt über. Weiß ich nicht, ob ich die genommen hätte. Okay, noch ein Fokus. Ja, der ist natürlich entscheidend vom gesetzlosen Techniker. Ja, ich glaube, er wollte mit den zwei Piloten-Skill-Punkten wollte er sich entscheiden, ob er erst mit Cass oder dann mit ja, das ist Hallo richtig. Kriegt. Ja, das stimmt. Das, okay, gut. Würde ich noch als Argument gelten lassen. Ja. Gut, aber gut, der HWK hat halt die Schwäche, dass er in diesem Setup ein Flanker ist, der eigentlich ziemlich schlecht in der Bewegung ist. Richtig. Nichtsdestotrotz, mit gesetzloser Techniker kann er eben auch mal eine rote fliegen und kriegt trotzdem seinen Fokus dann. Ja? Ja. Und das Blastergeschütz war nicht zu verachten. Also, Halali. Ja. Und dann hatten wir halt noch die zwei Binary Pirates, die Z95. Ja, die haben das Ganze einfach sehr solide gemacht, ne? Ja, nein. Natürlich. Also ich sag mal so, das Ergebnis gibt ihm recht. Aber also was mir hier fehlt, ist an diesem Setup sozusagen die klare Linie, die man fährt, um sozusagen gegen möglichst viele Setups gut dazustehen und da eine Strategie fahren zu können, um eben den Sieg zu erringen. Ja, für mich ist das so, Cass Scarlett, okay, ist ein bisschen schneller, ein bisschen schwer einzuschätzen, kann zwei Aktionen machen und schießt halt nach hinten. So, dann habe ich auf einmal einen HWK, der muss in den Nahkampf gehen, da kann er durchaus glänzen, hat aber auch nicht allzu viel HP, ist nicht allzu schnell. Der ist so für sich ein interessantes Schiff. Genauso wie Cass für sich ein interessantes Schiff ist. Und dann hast du noch irgendwie zwei Z95, ja, die können blocken, zwei Angriff, zwei Verteidigung. Auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist so in allen Punkten durchschnittlich. Aber vielleicht ist es ja, um da vielleicht mal das vielleicht nicht ganz so negativ anzuklingen, vielleicht ist das ja auch gerade die große Stärke, ja, dass man keine Strategie hat, sondern dass man eher sich auf alles einstellen kann. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel für Fabians Sieg oder für Siege gewesen, dass er halt sehr, sehr solide das Ganze gespielt hat. Ich glaube auch, dadurch, dass du da kein Schiff dabei hast, was zu viele Punkte hast, wie du es eingangs erwähnt hast, dass man sich dadurch aus den Verlust des einen Schiffes halt leisten konnte, dass das Spiel dadurch nicht gleich verloren war. Und dass es, glaube ich, auch sehr schwierig ist zu lesen, dieses Setup für die Gegner. Wie gehe ich dieses Setup richtig an? Gerade insbesondere, weil er um die Schwäche des HWKs wusste und diesen natürlich am Anfang sehr defensiv gespielt hat. Schauen wir mal. Gucken wir uns Franks Setup an? Sehr gerne. So, bei der Umschwenkpause ist jetzt noch der Steffen dazugekommen, alias Duke. Servus. Und der hat auch jetzt schon ein Bier und nochmal Prost. Ja, zum Wohle. Wie gesagt. Schauen wir mal, was da so los war in Regensburg. Ja, kommen wir mal zur Liste von Frank. Frank, alias Frank the Pank. Prank, hoppla. Für mich... Nein, wir diskutieren nicht, ich stelle sie erstmal vor. Ja? Wir haben zweimal, also eine Scum-Liste mit zweimal Verbrecher des Syndikats symmetrisch gefittet mit dem BTL Y-Wing-Titel, der ihm erlaubt, nur mit seiner Sekundärwaffe im primären Firing-Arc zu schießen, also nur im frontalen, dafür aber vorher auch mit seiner Primärwaffe angreifen zu können. Ja? Und deswegen kann er mit Primärwaffe und Ionengeschütz in seinem Primärwaffenbereich angreifen. Und dazu, das Ganze kredenzt er, das Sahnehäubchen ist dann noch der R4 Agromech-Droide. Sobald du angreifst, darfst du, nachdem du einen Fokusmarker ausgegeben hast, den Verteidiger in die Zielverfassung nehmen. Das ist fieser, als es erstmal klingt, sogar um einiges, aber dazu kommen wir gleich. Und sein angeführt wird sein Squad durch Boba Fett, der in der Scum-Variante verteidigen oder angreifen darf mit Rerolls auf Range 1. Und wenn die Gegner in der Nähe sind, Veteraneninstinkt
hat er dabei. Bordschütze für den Reroll, verbessertes Triebwerk und Trägheitsdämpfer für die Beweglichkeit. Auch 100 Punkte. Und ja, Oko, sag mal was dazu, weil für mich war es eigentlich das stärkste Setup im ganzen Turnier. Das kann ich nur bestätigen. Also ich muss zu dem Setup sagen, umgedreht zum Fabian muss man hier ganz klar sagen, das Setup stärker als der Spieler. Ja, nee, nein, ich will es auch erklären. Also um Gottes Willen, Frank, so ist das nicht gemeint, ganz im Gegenteil, sondern ich bin mit der Einstellung nach Regensburg gegangen, mich darauf zu freuen, mit Leuten zu spielen, mit die, gegen die man sonst nicht spielt. Man ist ja so in seinem üblichen Freundeskreis unterwegs und für mich war das so jetzt, hey, mal schauen, was die anderen so spielen und was dabei so rauskommt, was da so für Setups sind. Und ich muss sagen, ich war doch am Vorabend, wir sprachen dann schon über die Setups, so ein bisschen so, wow, okay, es ist doch viel des aktuellen Metas, was so auf den Turnieren bei den Pro-Playern gespielt wird. Sehr viel die typischen Doppelkrabbe, ne, Jan? Dezi Sontier, Hahnschutz First. Also unglaublich viel Metagame. Und, aber genau dieses Setup hier ist eben genau das, was ich mir erhofft und habe und was der Wahnsinn ist. Also ich hoffe, du müsstest das nicht übel. Ich würde das Setup auch gerne spielen und ich werde es auch spielen, weil ich finde es einfach grandios gut. Es ist sehr rund, es ist unglaublich stark. Du musst dir überlegen, wie gehst du dagegen vor mit Boba Fett, mit Pilotenwert 10, der je näher du, je aggressiver du gegen ihn spielst, umso stärker wird er. Du darfst die Y-Wings, darfst du eigentlich gar nicht ignorieren, weil wenn die erstmal in Ruhe aufgrund ihrer schlechten Bewegung quasi sich positionieren können und dann eben mit diesem Doppelschuss und immer noch die Gefahr, dass du ionisiert wirst, wahnsinnig gut, halt unglaublich meiste, viel HP. Haben einfach die meiste Firepower, ne? Absolut, absolut, ja. Und mit dem schlechter als den Spieler meine ich lediglich, dass der Frank halt einfach jemand, ich weiß nicht, wie viele Spieler hatte er? 10 oder so? Echt? Also so viel hat er Frank noch nicht gespielt, ja. Und das ist für mich eigentlich, ich glaube, er hätte eigentlich sogar in die Rookie-Wertung gehen sollen, hätte er da nicht so komplett gerockt. Und die Einzige, was ich so ein bisschen an der Kritik habe, ist so, aber das ist keine Kritik, das ist eher so, er ist, glaube ich, eher noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, dass er halt mit den Y-Wings, so war es bei den Spielen, gegen die er gegen mich gewonnen hat, super, aber es war so, dass er natürlich immer reagiert hat auf die Züge, das sehr solide und sehr gut gespielt hat, aber eben, mir hat so ein bisschen noch die Inspiration gefehlt, so, dass 2-3 Züge vorausdenken, die beiden Y-Wings auseinanderziehen, einen vielleicht zu riskieren, um eine bessere Schussfolgeposition zu kriegen. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt gegen den Fabian spielt. Ich glaube, der Frank ist halt auf dem Weg, ein grandioser Spieler zu werden, keine Frage. Ich meine, Zweiter in dem Turnier spricht für sich. Aber er ist eben noch auf dem Weg. Aber dieses Setup ist halt unglaublich stark. Es ist und da hat kann er das eigentlich selbst, hat er das selbst kreiert? Das weiß ich nicht. Ich habe es vorher so noch nicht gekannt. Nicht gefragt. Und ich bin begeistert. Ja, es war definitiv, also für mich das absolute Highlight auf dem Turnier, weil, wie gesagt, auf alles eine Antwort und unglaublich, diese Y-Wings, ich habe im ersten Spiel gar nicht gewusst, was ich tun soll. Ja. Es war furchtbar. Boba muss man jetzt auch nicht mehr viel mehr sagen, weil gegen die Highskill-Piloten, gegen die Elite, ich sag mal, wenn da jetzt ein Corrin gewesen wäre oder so, gegen den wäre halt Boba ja großartig gewesen. Gegen dein Phantom-Orko, was du gespielt hast, war er sicherlich auch nicht schlecht. Ja, er war tödlich schlichtweg. Ja. Es war auch so im ersten Spiel, gut, da habe ich auch einen Pilotenfehler gemacht, aber es war auch so, er hat Boba direkt rangebracht, konnte mein Phantom töten. Das ist auch nochmal ein Punkt, so im Nachhinein, klar, da war auch immer, es ist immer Würfelglück oder Pech im Bilde, der Frank hatte auch eine ganz klare Strategie gefahren und er hat, das wird auch in diesem Spiel, bin ich auch gespannt, ob er das auch so gemacht hat, quasi normalerweise würde man sagen, man nimmt Boba in den Nahkampf, setzt ihn vor und eben die Y-Wings hinterher, dass die ein bisschen auf Entfernung bleiben, nicht direkt reinkommen aufgrund ihrer schlechten Manövrierbarkeit. Das hat er eben nicht getan, sondern der Frank hat sie nebeneinander aufgestellt und hat sich zunutze gemacht, dass eben der Boba mit den verbesserten Triebwerken sehr, sehr schnell dann eben doch noch in den Mittelpunkt reinschieben kann, wenn der Gegner sich gezwungenermaßen auf die Y-Wings quasi stürzt oder auch stürzen muss. Aber das werden wir sicherlich gleich auch in dem Spiel bestimmt sehen. Also was ich an der Liste halt überragend finde, ist einmal ein hoher Pilotenskill mit einem guten Reroll, ja, der auf jeden Fall gegen diese Elite-Player funktioniert und ich sag mal für die Brot- und Butterarbeit, also für das Grobe, hat er halt die Y-Wings, ja, egal was da kommt, der zieht halt durch, ja. Ein rundum schönes Setup. Hat mich wirklich im ersten Spiel des Turniers völlig überrascht und Frank the Prank, ich ziehe meinen Hut vor dir. Du hast mich wirklich fertig gemacht im ersten Spiel. So, und jetzt schauen wir uns das Spiel an, ne? Jawohl, ich freue mich drauf.
Steffen, möchtest du auch was sagen? Ja. Steffen! Ja, ich bin Steffen, auch am Leben. Du bist ja auch da. Ja, also was ich auch mal ergänzen würde, ich finde die Punkteverteilung auch super. Also 2x25 Punkte auf den Y-Wings. Ist schwer, hier ein First Target auszumachen. Boba ist natürlich der Hammer. Pilotenwert 10, verbessertes Triebwerk, Treibhausdämpfer, also ziemlich unberechenbar. Und vor allem hat er auch nur 50 Punkte. Bei Doppelkappen ziemlich wichtig, nicht über die 50 Punkte zu gehen. Ja, stimmt. Ganz wichtiger Punkt. Stimmt. Ja. Guter Punkt. Spiel gucken? Spiel gucken. Auf jeden Fall. Los geht's. Auf geht's. So, da haben wir es ja. Ja, auf der linken Seite haben wir den Fabian, der auch die Initiative hat und ja, direkt erstmal voll in die Mitte zünden. Einfach in die Mitte. Genau. Ja, vermutet wahrscheinlich, ne, sagt sich, großes Schiff, obwohl hat er ja nämlich selber auch. Ja. Ja, die haben beide eine Firespray. Ja. So, und Frank, genau, macht das eigentlich auch sehr gut. Setzt erstmal den großen Asteroiden raus. Würde ich, weiß nicht, ob er sich jetzt selber als jemanden einschätzt, der eher ungern mit Asteroiden spielt, schiebt ihn sich aus der Seite, schiebt ihn weg, damit er ihn dann später eben im Spiel nicht im Weg hat. Na gut, er hat natürlich mit Asteroiden und allem, was ihm Stress macht, eigentlich ein Riesenproblem. Also Frank, ja. Weil er hat halt nicht besonders bewegliche Schiffe, das muss man jetzt auch mal so sagen. Also er hat einmal eine große Schiffbase und einmal hat er zwei Y-Wings, die halt nicht besonders nicht agil sind, ja. Und wenn die einmal richtig Stress haben, dann kann er nämlich diesen Agromech, kann er den nicht zünden. Und das ist das, wo ich wirklich überrascht war, weil das mit dieser Kombination hat er halt bei mir auch zumindest richtig Schaden rausgehauen. Mich hat er immer irgendwie gekriegt. Ja. Ja, und okay, die haben jetzt hier so ein Fünferfeld aufgebaut. Ja, genau. Und aber Frank macht es weiter. Er schiebt sich die Asteroiden raus. Fabian hat vielleicht auch erkannt, dass Frank da ein Problem mit Stress kriegt, hat ihm deswegen die Trümmerfelder direkt vor das Gesicht gestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich sozusagen aufstellen. Ja, ein gutes Spiel, Jungs. Handshake. Auf geht's. Ich vermute, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert, was ich vorher gesagt habe, dass Fabian die Z95 davor schiebt als Blocker, als Schutz für das HWK. Und Cass eben so ein bisschen unabhängig seitlich aufstellen wird. Mhm. Kann natürlich sein, dass er jetzt was ganz anderes macht. Bin gespannt. Warten wir es mal ab. Ja, okay. Er misst nach außen hin ab. Und das so, als ob er pro ist. Sieht so aus, als hätte er einen Plan. Ja, aber welchen? Als er liegt. Aber ich denke, er trennt sie nicht. Ich denke, er fliegt sie zusammen, deshalb misst er auch nach außen hin ab, dass er da noch ein paar Schiffchen platziert. Soll die HWK nach außen noch dahinter rausgesetzt werden? Meinst du die HWK? Nee, ich weiß es nicht, was er da macht. Ich würde sagen, also so wie er gemessen hat, ist es wahrscheinlich. Nee, hat er jetzt hier wirklich? Ja, Tatsache. Er stellt also den anderen Set von. Er trennt, stellt sie getrennt. Okay. Ja, seht ihr jetzt nicht, aber der hat ihn unten links am Bildrand platziert, ne? Ja, genau. Er fliegt gleich im ersten Zug wahrscheinlich aus seiner Binary Pirate Karte raus. Ja, gut, ein wichtiger Punkt ist natürlich klar, dadurch, dass der Frank jetzt nach ihm aufstellt, er will vermutlich nicht halt frontal gegen Boba plus die Y kämpfen. Ja, das ist auch eine schlechte Idee, wenn ich jetzt mal so anmerken darf. Richtig, und deswegen zieht er natürlich die Schiffe vorher auseinander, damit er eben seine später positionierten Schiffe zumindest vor den Y-Wings schon mal anders hinstellen kann, dass sie ihm nicht direkt halt direkt frontal angehen können. Ne? Er wird ihn jetzt vermutlich auch nach außen stellen, ja. Ja. Hat wahrscheinlich als sich einfach versucht, beide Optionen offen zu halten. Genau. Richtig. Hat jetzt auch den Vorteil, dass er halt wirklich die Trümmerfelder mit dem Stress zwischen sich und den Y-Wings hat. Jetzt muss man natürlich gucken, was Frank macht. Reagiert er, indem er Boba Fett den entgegensetzt, also eher der zugewandten Seite zu Fabians Setup setzt, oder ob er versucht, mit Boba Fett ganz unten am Rand halt ganz früh den Z95 unten wegzunaschen. Ja. So schnell ist er es, er müsste eigentlich relativ schnell rankommen, könnte also versuchen, quasi einfach mit einer schnellen Bewegung plus Triebwerke. Ja, wobei ich jetzt glaube, dass Fabs ja letztendlich da unten eine Finte gebaut hat. Ich glaube nicht, dass er ein Z95 als Flanker fliegen wird, sondern ich glaube, er wird den Z95 durch die Mitte wieder zusammenführen. Ja, mag ja sein. Nichtsdestotrotz kommt er wahrscheinlich mit dem Boba Fett relativ schnell ran, bevor er ihm da eben helfen kann. Ja. Er wird eindrehen zum Rest von seinem Schwarm. Hinter den Asteroiden hat er ein bisschen Deckung, so dass er schon Boba locken kann in die richtige Richtung, wo er ihn haben will. Ne? Ja.
Also ich denke, so wird das machen. Wo, wer ist dran? Wer macht? Ach, ja, jetzt kommt Bova, ja genau, und der tut das nämlich auch. Nee, er stellt ihn. Das hat Frank F. gerne gemacht, Bova schon. Und auch meiner Meinung nach ein Fehler. Frank hat oftmals die Flieger nicht gerade hingestellt, sondern hat sich schon schief gestellt, in welche Richtung er fliegen will. Das ist meiner Meinung nach nicht klug, weil du das ja mit Manöver... Ah, ja, bitte, genau, erster Zug. Ja, der zieht jetzt, sehen, genau. Ja, richtig. Guck, dass er da nicht... Ja, das wäre auch fatal. Gut, jetzt hat er ja... Er hat eine Zweier gemacht, das sind zwei Bewegungen. Da kommt Bova natürlich mit der Ruder auf 11 nicht hinten dran. Ne? Er kann jetzt höchstens drei nochmal einen Schub setzen. 3, 4, 5, Schub, 6, Basis, ja, 8 plus die 2, 10, wird genau nicht reichen. Ja. Ja. Die Fire Spray ist echt schnell mit verbesserten Triebwerken. Ja. Absolut, ja. Generell, ne, wie große Schiffe, das ist immer wieder, ist auch auf dem Turnier oft passiert, einfach unterschätzt worden. Da musste ich auch echt aufpassen, als ich gegen Fire Sprays gespielt habe mit den Krabben, weil die können ja nur 3 vorwärts und die Fire Spray 4. Ja. Also jetzt macht natürlich Frank genau das, er versucht quasi schnell vorzubewegen, um vielleicht einen schnellen, wenn er ein paar gute Schüsse auf den Z95 kriegt, den schnell aus dem Spiel zu nehmen, bevor das Setup, was auch wieder ein großer Nachteil ist, halt gehemmt ist durch das HWK. War bei meinen Spielen auch so, Fabian muss von Anfang an mit den Z95 langsam fliegen, damit das HWK dran bleibt, oder gleich rote Manöver schon fliegen und kann Kess, muss ja dann direkt die Entscheidung treffen, gehe ich mit Kess jetzt alleine los, gehe ich mit den Schiebetriebwerken weg, entferne mich von meinen anderen Schiffen, ja, oder bin halt sehr berechenbar, bleibe langsam. Gut, also ich sag mal so, beim Spiel gegen Fabs, vor allem das erste, was wirklich verdammt eng und knapp war, da hat er trotz der niedrigeren Beweglichkeit, das hat er einfach kompensiert, dadurch, dass er so verdammt gut spielt, ja. Also das muss man wirklich mal sagen, Fabs an dieser Stelle. Ja. Ich weiß, wir haben 5-mal gegeneinander gespielt und irgendwie habe ich 5-mal geschafft zu gewinnen, aber manchmal weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft habe. Das kannst du als Lob verstehen. Ja, wie gesagt, also ganz klar, Spieler besser als das Setup. So, mal gucken. Ja, genau, er schiebt jetzt natürlich, er schubt jetzt schon rum. Ja, er muss natürlich jetzt auch irgendwie was tun. So, und damit kommt er natürlich mit Dreier und plus Schub, je nachdem, wie schnell, stark die Y-Wings jetzt einbiegen würden, um an den Z95 noch rankommen, kriegt er die wahrscheinlich schon in die Schussreichweite rein an dem nächsten Zug. Ja. Die Y-Wings würden vermutlich einschwenken. Boba Fett hat jetzt genau das Problem. Er schubt jetzt hinterher und kann dann eben nicht einschwenken. Das ist genau das, was ich meine. Das ist jetzt so ein Zug. Das Z95 ist eigentlich schon weg. Gut, er kann jetzt nicht mehr reagieren. Klar, es hat vorher gesetzt. Aber ganz interessant zu sehen ist, dass er jetzt eigentlich auf ein Problem zufährt, was er sich eigentlich selber gebaut hat. Exakt. Weil wenn ich mich recht entsinne, da hat er die beiden Asteroiden, die jetzt quasi so auf halbem Weg zwischen Boba Fett und dem Binary Pirate da drüben, da wo gerade die Entfernung gemessen wird, die zwei, die da liegen, die hat Frank selber dahingelegt. Ja, er hat zwei Fehler gemacht. Er hat die Rule of 11 jetzt auch nicht. Er hätte eigentlich schon rechnen können, okay, passt nicht, auch mit meinem schiefen Schub nicht. Und steht jetzt vor diesen Asteroiden, weiß jetzt nicht genau, hinterher ziehen, gerade kommt er, glaube ich, jetzt nicht durch, ist natürlich schwierig mit dem Winkel. Wenn er schief schiebt, schiebt er sich selber in die Y-Wings rein, steht dann seitlich zum Gegner-Setup. Also ist jetzt eine unglückliche Position und wie du schon sagst, er ist jetzt in den von ihm selbst gelegten Asteroiden, die stehen ihm jetzt vor im Weg. Ja. Er hätte halt am Anfang die Y-Wings oben hinstellen müssen, dann wäre das Ganze wahrscheinlich spiegelverkehrt gelaufen. Richtig, genau. Genau, er hätte sich für den anderen Z95 entscheiden sollen, wenn er schon auf einen geht. Ja. Ja gut, dann hätte Fabs die aber unten hingestellt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber also, das Asteroidenfeld hätte ja anders ausgesehen. Ne? Er hätte das Trümmerfeld im Weg gehabt und nicht die beiden Asteroiden jetzt. Er hätte quasi hier diagonal durch diese eine Linie einziehen können. Richtig, genau. Richtig. So, gucken wir mal, was er jetzt macht, ob er ihn weiter verfolgt oder ob er sich jetzt neu sortiert, um dann eben gegen Kess zu gehen. Weil Kess wird, denke ich mal, jetzt mit einer langen Bewegung kommen, um dann zu... Ja, er geht nach. Das heißt, wenn jetzt Kess auch eine lange Bewegung macht, ist es natürlich an zumal sie jetzt Boba Fett das zustellen. Ne? Sie stellen jetzt Boba die schnelle Bewegung zu. Boba kann mit ihnen dann keinen Schub machen, um hinterherzukommen. Und das heißt, in dieser Runde wird quasi Kess Scarlett auf die Y-Wings schießen können, auf den äußersten. Beziehungsweise Fabian kann sehr genau austarieren mit dem Schub von Kess. Schieße ich jetzt auf die Y-Wings, ist der zweite in Feuerreichweite, habe ich nur einen Y-Wing, der zurückschießt, oder schießen beide zurück, kann er jetzt wunderbar selber entscheiden.
wird einknicken. Nee, wird er nicht. Naja, das hätte ich, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich glaube, der hat das schon sehr gut antizipiert, dass die Wirings so halb reindrehen und jetzt schubt er einfach da rum. Genau, und schießt eben auf wenn den das einen, passt, hat keinen Feuer, geht sogar aus dem Feuerwinkel raus. Ja, ja, genau. Und jetzt schubt er so halb rum, genau. Ja. Der Flanker funktioniert. Ja. Genau, richtig. So, überleg mal, Boba Fett als Flanker mit einer großen Base. Genau, so und Frank hat jetzt genau das Problem, er kann nicht reagieren auf diesen Zug. Also er konnte von vornherein nicht darauf reagieren, weil eben Y-Wings vorher fliegen. Er kann gerade die Dreier schief, könnte er riskieren. Von diesem Winkel aus hätte ich jetzt spontan gesagt, sie hätte nicht funktioniert. Genau. Und jetzt natürlich das Maximum Zielerfassung und hoffen, da ein paar richtig gute Treffer zu machen. Ja. Also er ist noch... Okay. Push the Limit, was hat er gemacht? Eine Zielerfassung, klar. Kann er ja seinen K4 nicht zünden, weil er einen Schub gemacht Dreier-Bank hat er gemacht. Das, so. Jetzt ist schon eine zweite Runde schon, HWK hängt hinterher. Muss jetzt auch gerade fliegen, weil das Z95 sonst im Weg ist, oder? Aber vielleicht schief. Kommt halt nicht ran. Ja. Nee, noch nicht, aber... Ich finde die Idee trotzdem nicht schlecht. Also, ich meine, er hat es etwas versetzt. Eine zweite Angriffswelle kommt da noch nach. Ne? Ja, 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 ganz klar. Ja. Boba hat ja immer von hinten raus nochmal die Möglichkeit dann zu schießen. Also insofern. Ah ja, okay. Oha. Oha. Ja, ja, ich schieb den. Das ist ja quasi, er hat jetzt sozusagen aus dem kleinen Problem ein großes gemacht. Er zieht jetzt Boba raus. Eigentlich muss er jetzt sogar nochmal nach links weg. Ich wäre jetzt jede Wette eingegangen, dass er eine kurze 1 fliegt, um kurz vor dem Asteroiden zum Stehen zu kommen. Ja, oder zumindest so einzuschränken, dass er nächste Runde dann wieder auf Geschwindigkeit gehen kann. Ne? So ist, das ist das, was ich meinte, wo Frank halt einfach noch braucht. Ja? Einfach zu antizipieren, okay. Ich wusste auch gar nicht, dass er so wenig gespielt hat. Also, macht er auf mich. Frank, korrigier mich, ja, aber ich glaube, das ist schon so. Genau. Jetzt muss er natürlich den Schub, er versucht ihn, der geht nicht. Nee, der wird nicht. Er kann bestenfalls in die andere Richtung wegschuben. Geradeaus dürfte auch nicht gehen. Macht ja auch keinen Sinn. Er hat jetzt quasi auf diese Situation reagiert. Die Asteroiden sind jetzt vor mir. Und er hat jetzt seinen wichtigsten Flieger mit 50 Punkten quasi jetzt erstmal rausgenommen. Also da ist hier in der zweiten Runde ein ganz klarer Vorteil bei Fabian. Einfach aufgrund der Bewegung und der Antizipierung. Ja. Ich glaube, der ist nicht nur diese Runde raus. Ich glaube, der ist auch nächste Runde raus. Weil wenn er jetzt eine Zweierkurve fliegt, eine harte, ja, dann steht er vielleicht richtig, aber dann steht er vielleicht nicht auf dem Asteroiden, zumindest wenn ich den Kamerawinkel beurteilen kann. Aber was würfelt er? Zwei Treffer, ein Reroll. Treffer und nimmt den Fokus für 3 Hits. Ja. Und die kriegt er auch. Nee, er kriegt einen Fokus, hat er genommen. Einen Fokus? Das heißt, 2 Hits. Das heißt, 2 Hits. Der SZ95 hat sein Schild verloren, ist aber auch eigentlich egal. Ja, der fliegt jetzt weiter weg. Wenn er ihn jetzt sozusagen noch 2 Runden lang Boba beschäftigen kann und in der Zeit mit seinen restlichen 3 Schiffen jetzt die Y-Wings auseinander nimmt, dann ist das sozusagen ein Preis, den der Fabian bestimmt gerne zahlt. Ja, und wahrscheinlich auch bewusst so... Range 2. Range 2. Das sind 2 Treffer. Zielerfassung, Fokus. Zielerfassung und hat nicht getroffen, ne? Nur 2. Ja. Okay. Keiner, aber das sind auch schon die ersten 2 Schilde des Y-Wings. Ja. Das war die Nummer 2 bei dem Y-Wing, falls es dich. Okko ist unser Schriftführer, er schreibt so ein bisschen mit. Und Y-Wing 2 hat es gerade kassiert. Ja, ich hab's jetzt 1, weil es ist jetzt der 1er 2 und 2 1er. Und wenn wir wieder ein Chaos haben, dann. Ja, so, und das war's. Er ist da nicht mit Schießen. Ja. Okay, Runde ist vom Würfeln her ausgeglichen. Dass der überhaupt drin war. Also dass Boba überhaupt auf den Z95 schießen konnte, das sieht... War schon Glück, ja. Ja. Ja, oder weiß ich nicht, ja. Der Kamerawinkel, okay, nächste Runde. Also der schubt jetzt voll weg, ist klar. Der muss jetzt weg. Ja, mit ein bisschen Glück kommt. Genau, der muss einfach weg. Ein bisschen Glück nimmt... Die Hoffnung ist jetzt natürlich bei ihm, dass Boba hinterherzieht, vielleicht sogar noch einen Treffer würfelt, ein Schild verliert. Boba könnte dranbleiben. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sicher spielt Frank. Das Brain Game ist halt voll aufgegangen, ne? Ja. Also er Fabs nimmt quasi 12 Punkte aus dem Spiel. Ja. So, und jetzt zieht er weg, damit er die Y-Wings nicht abbekommt. Treffen. Genau. Ja. Und hofft natürlich jetzt einfach, dass er mit Kess da sich noch besser in Position bringen kann,
einen weiteren Treffer vielleicht auf Range 1 anzubekommen. Ich denke mal, das Beste wäre, wenn der Boba jetzt einfach einen K-Turn machen würde und dann in der nächsten Runde dann sich Kess vornimmt. Ja, aber der Plan sieht aus, noch alles darüber in die Ecke. Ja. Mhm. Ja, hat ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Asteroid unten im Weg ist beim K-Turn. Das könnte den Frank dazu animieren, das vielleicht nicht zu tun. Macht es ein bisschen schwierig, gerade einzuschätzen. Ja. Ja. So, und jetzt ganz, also ich sag, der fliegt eine harte 2. Ganz Boba großer Fett, Fehler, ganz großer Fehler meiner Meinung nach von Frank, Cass Scarlet hier zu ignorieren. Ja. Ja, er versteift sich jetzt fast schon auf das Z95. Vermutlich fliegt er jetzt mit Boba hinterher, gibt seine ganze Flanke auf, lässt sie rankommen und hat jetzt sozusagen eigentlich den Worst Case. Ja, Boba müsste vorne, das hat er bei mir wunderbar gemacht und hinbekommen, Boba müsste in der Mitte der Feinde sein, den Boni daraus ziehen, dass die Gegner alle auf Range 1 sind oder 2 sind. Und jetzt genau umgedreht. Die Y-Wings. Boba wird die harte 2 fliegen. Ich meine, die Y-Wings haben die Richtung vorgegeben. Genau. Und er hätte sie Kess gegenüberstellen müssen und dann Boba den K-Turn. Und das macht Fabs natürlich großartig. Ja. Ne? Er weiß so genau, die Y-Wings müssen in den Korridor zwischen Trümmerfeld und Asteroiden. Fliegt eine leichte 1, weiß genau, dass er sie da haben wird. Wird sein Stress los mit seinem K4-Droiden, macht er jetzt eine Zielerfassung und dann kann er sich noch den Fokus nehmen und was weiß ich, wenn er Lust hat, noch ein Evade, aber das wird er gar nicht tun. Selbst wenn, das war der Zug war im Grunde auch schon so insofern so gut, selbst wenn Frank reagiert und reinzieht, wäre Fabian einfach hätte den ersten berührt und hätte dann im 1 gegen 1 gegen den zweiten Y-Wing nur schießen können und das ist ja auch was, was man durchaus. Und ist das eine harte 2? Kann er eine harte 3? Ich hab's Manöver, Top-Wert. Okay, ja, genau. Eine harte 3, okay, auch gut. Dann fliegt er mal harte 3. Frank versteift sich gerade auf das Z95 und Nee, sehe ich einfach gar nicht so. Nur, aber das sehe ich jetzt nicht so. Also ich glaube, er hat inzwischen auch antizipiert, dass er da was machen muss. Aber wie will er es machen? Er hat jetzt eigentlich das Brain Game verloren. Den ganzen Anflug hat er im Prinzip verloren. Vielleicht kriegt er den Z95 los, aber dafür wird seine Truppe geschwächt. Er kann eigentlich nur zurück ins Spiel mit den Y-Wings, wenn er im nächsten Zug einen 4er K-Turn macht. Und dann hat er Stress und dann zündet sein Akromag nicht. Ja, ist halt interessant, weil er ist total eingekesselt. Selbst wenn er den 4er K-Turn macht und die Z95 drehen auch um, hat er die wieder im Nacken sitzen und stellt sich halt der Firespray gegenüber. Ja. Und somit kriegt das eigentlich von allen Seiten ab. So, wer schießt denn jetzt auf wen? Achso, Firespray schießt auf... Ja. Nee, es ist, glaube ich, der doch hier, Boba Fett schießt jetzt als erstes mal auf den, auf den Z95. Ein Treffer. Treffer und Fokus. Ja, aber den kann er nicht nutzen, weil er verloren. Genau. So. Ja, genau, Fabian, die grünen, nicht die roten Würfel. Nee, sie diskutieren nochmal. Ah, Rennstrahl, ja, okay. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch ganz bitter. Ja, aber den hat er gibt einen Fokus aus, um auszuweichen. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich bitter. Ja, er hätte jetzt hier der Frank 3 Treffer gemacht. Ja, er nimmt seinen Gunner. Aber auch da nur wieder ein und wieder ausgewichen. Das ist bitter. Er hatte ja nur noch 2 Hülle durchzufräsen. Jetzt quasi 2x3 Würfel. Ja, und das Problem ist, er hat natürlich keinen Range, hat keinen Reroll deswegen. Also Boba ist da sozusagen schlechter, als er sein könnte. Und der Z95 lebt. Ja, das Spiel hätte jetzt nochmal drehen können, wenn er jetzt sozusagen das Z95 erwischt hätte. Aber. So, jetzt schießt er mit dem HWK durchs Trümmerfeld auf den angeschlagenen Y-Wing. Ja. Richtig. Mit ein bisschen Pech geht er diese Runde. Was macht er da? Ja, zieht seinen Fokus und. Der hat den Fokus vom Y-Wing erst geklaut, klar. Da hat er einen Evade. Wenn ich es richtig sehe. Ja, 2 Treffer. Und hat somit 2 Treffer. Vielleicht ist das eine ein Crit. Könnte ein Crit sein, der oben links. Ja, sehen wir auch nicht besser als ihr, liebe Zuschauer. Das ist eine normale Schuss. So, das ist halt jetzt natürlich die Schwäche der Y-Links. Ja, wenn du. So, und jetzt schießt er auf Range 1 mit Cass, jawohl. Jetzt geht's los. Jetzt holt er. Jetzt hat er den Fokus ausgegeben für 4 Treffer, wenn ich es richtig sehe. So, er hat einen Würfel, den weicht er aus, da hat er 3 Treffer. Ja, das ist natürlich eine harte Nummer, damit ist er nämlich schon fast platt. Wie viel hat er noch? Ja, eine Hülle. Eine Hülle. Das ist das Problem bei den Y-Wings. Klar, man kann grüne Würfel mögen oder nicht mögen, aber wenn man überhaupt keine hat, ne, und man wird ausflankiert
Blastergeschütz plus Range 1, du schießt nicht zurück. Na, er kriegt auch einen kritischen Treffer, sehe ich gerade. Aber wir wissen jetzt persönlich, wir wissen jetzt einfach nicht welchen. Ja. Er kriegt einen Stress. Okay. Gut, jetzt kann er nur hoffen. So, tja, jetzt kann er nicht mal catern mit dem Y-Wing. Nee, das Schlimme an der Sache ist natürlich auch noch so weit weg von dem Z95, dass er da bestenfalls mit der Hauptkanone schießt und eben nicht der Ionenkanone. Und er ist sogar noch nicht mehr in Range. Also das ist jetzt natürlich, das ist genau... Bitter, ja. Ja, das ist bitter. Ja, das ist eines dieser klassischen, das Spiel wird in Runde 3 entschieden. Ich würde jetzt schon sagen, das Spiel ist eigentlich... ich bin gespannt, ob Frank das nochmal drehen kann, aber er hat jetzt durch diesen fast Y-Verlust, das Z95 hat überhaupt keinen Schaden bekommen, der fliegt jetzt schön weiter weg. Wird es sehr, sehr, sehr schwierig, ja. Der eine Y-Wing wird diese Runde fallen. Ja, und dann wird es wirklich schwierig, gegen diese verteilte Formation noch irgendwie was zu machen. Was macht der? Der macht einen K-Turn, oder? Ja gut, das ist ja jetzt wunderbar. Ne? Er schiebt die schön in die Tiefe des Raums rein, die Z95, sodass sie drei Würfel haben auf Range 3, hofft, dass Frank nach wie vor halt die Damage-Dealer von Fabian ignoriert. Ja. Ja, und jetzt gucken wir mal, was er macht. Ja, er zieht jetzt zu halbherzig. Ja, er versucht nach wie vor, dem Z95 hinterher zu ziehen und ihn in die Range zu kriegen. Das ist natürlich ein Riesenfehler. Er hätte ihn, wie ihr schon sagtet, ignorieren müssen, jetzt K-Turn, den Gegner die Front zeigen, das hätte vielleicht Fabian dazu bewogen, diesen HWK dann nochmal wegzuziehen, woanders hin. Ja. So macht er es dem Frank jetzt wirklich, dem Fabian wirklich leicht, ja. Der in der Weil Frank er ja auch mit Kess, ich meine, was macht er mit Kess? Er wird nachziehen, er wird reinziehen. HD2 steht da hinten, kann er immer noch entscheiden, ob er einen Schub machen kann oder nicht. Ja. Danach. Ja, wenn er ganz ausgebufft ist, der Fabian, dann würde er jetzt auch schon lang mit einer 3 rein davon ausgehen, dass er mit dem Blaster geschützt ist, einen Y-Wing zerlegt und dann entscheiden, er wechselt jetzt auf Boba, den er gut, auch dass ihr noch Seite nicht gesagt habt, HD 2 in welche Richtung, weil er kann ja auch mit Kess einfach das Heck nehmen. Ne? Ja, aber dann würde er einmal mit einem Würfel mehr, den kann er ja auch behalten. Ich hätte es auch nicht gemacht. Ja. Ich hätte es auch nicht gemacht. Aber trotzdem, die Option hatte er, ja. Ja, er geht auf Nummer sicher, er bleibt da hinten dran, er freut sich. Es kann natürlich sein, dass Boba eindreht. Ich vermute mal, dass Frank aber nach wie vor in der langen Runde da noch hinterherzieht. Ne? Den Z95 werden wir jetzt sehen. Bitte nicht, Frank. Bitte nicht, genau. Bitte. So, jetzt geh auf Kess. Der HWK wird auch jetzt schön oder auf HWK. Im seitlichen völlig Feuermann. Egal. Du hast natürlich recht, was du eingangs sagte mit dem Pilotenwert, das macht natürlich schon durchaus Sinn. Sieht man jetzt ganz klar im Spiel die Entscheidung, wen fliege ich zuerst, welcher schießt zuerst in der Situation. Das ist unglaublich gut. Ein Riesenvorteil, wenn du viele eigene Piloten mit gleichen Pilotenwerten hast, kannst du im Spiel halt auch nochmal ganz klar, wer blockiert wen, wie fliege ich da am besten, wer hat den sichereren Schuss, den probiere ich erst als den anderen. Oder ganz klassisch, ich habe zwei Varianten, auf wen ich schieße, der andere nur eine. Ich nehme erst den, der nur die eine Variante hat, um dann zu entscheiden, auf wen schieße ich mit dem anderen. Gleiche Pilotenwerte ist finde ich, eine unglaublich gute und wichtige Eigenschaft beim Setup. Ah, ich bitte zu bemerken, dass Okko es zwar versucht hat, mit einem zweiminütigen Monolog wieder weich zu zeichnen, aber er hat mir recht gegeben. Er hat mir mal bei etwas recht gegeben, Prost. Ehrlich? Darauf trinke ich. Ja, okay. Du hast mir recht gegeben, dass die Pilotenwerte, die du vorher kritisiert hast, die gleichen. Du hättest den Veteranen-Ding nicht ausgegeben. Da ist ja der Fehler. Er ist der Fehler. Nein, er geht hinterher. Nein, Frank, the Prank. Und dann auch noch halbherzig mit der 3. Er hätte jetzt zumindest mal die 4 nehmen müssen. Frank, dann wäre er auf 1 ran gewesen mit dem Fokus. Dann hätte er ihn aus dem Spiel nehmen können. Aber mit einer 3 hinterher ist natürlich... Ja. Das ist nichts Halbes, das Ganze, ja. Das ist, also Frank, du musst jetzt hier bös von uns. Was heißt bös? Es ist, nein. Im Endeffekt ist es, es sind einfach Erfahrungen und Einschätzungen, ja. Und solche Dinge wie halt... Da ist der Fokus weg jetzt, durch den Schub. Da hätte er. Ja gut, er will jetzt halt sozusagen sich lieber den Reroll holen. Ja, den er auf, hat er den gerne. Wobei, hat er den nicht auch bei Range 2? Nein, den hat er nur auf 1. Ja, okay. Ach so, der macht das macht er richtig. Das macht er richtig. Also finde ich, mit Gunner und mit 4 Würfeln jetzt endgültig die Lichter vom Z95 auszupusten. Aber es ist zu spät, gut. Er verliert das Y-Wing, das zweite Y-Wing wird auch bös Feuer kriegen. Dreimal Fokus, oder? Ja.
Oh, also, ich meine, das ist es. Aber wieso re-rollt er dann? Ja, weil er auf Range 1 ist. Ja, aber trotzdem. Ja. Dann hätte ich ja von den Gunner genommen. Frank! Stimmt, wenn er jetzt den getroffen hätte, wäre bitter gewesen, hätte er den Gunner nicht nehmen können. Auch wieder ein... Fabs hätte den einen Treffer genommen, das sage ich euch. Ja. Und wieder ein Reroll, ja, das ist jetzt natürlich... Würfelpech, jetzt kommt alles zusammen. Ja, jetzt kommt alles zusammen. Das ist der muss ja gar nicht würfeln, oder? Ja, aber selbst... Oder hat der einen Treffer... Der hat einen Crit? Ach, der hat einen Crit? Ja, ein Crit, ja. Ja, ein Crit. Crit. Okay, er hat einen Crit auf dem Z95. Was auch immer der ist, wissen wir auch nicht. Müssen wir an der Stelle mal sagen, weil wir sehen es nicht. Ja. Wobei wir also, wenn wir das Turnier im Taunus wieder machen werden, ist also wirklich die Idee, das hier, wenn euch das denn hier gefällt, an einem Spielfeld noch genauer zu machen, wo man eben halt das dann auch wirklich sieht, dass wir das fest installieren. Und ja, schreibt doch einfach in die Kommentare oder das Liken, ob wir sowas oder gibt uns das Feedback, ob sowas Spaß macht hier, weil dann würden wir das vielleicht beim nächsten Turnier noch ein bisschen professionalisieren. Ja, weil wir reden gerne und wir trinken gerne. Genau, richtig. Prost. So, und jetzt Cheers. Verliert er einen Würfel, kann er, braucht er gar nicht mehr würfeln, merkt er jetzt auch gerade. Weg ist der erste Y-Wing. Das ist jetzt genau das. Fabian konnte sich in Ruhe entscheiden mit den gleichen Pilotenwerten, welchen nimmt er dafür. Ja. Jetzt hat er noch auf Range 1, richtet jetzt nochmal richtig, richtig Schaden beim zweiten Y-Wing an. Der Z95 steht immer noch. Denkbar schlechteste. Ja, aber da hat er jetzt auch nicht. Na, obwohl, mit dem Fokus hat er halt trotzdem 3 Treffer, ne? Ja. So, und 3 Treffer, damit ist das Schild vom zweiten Y-Wing auch schon. Aber hätte der HBK ihm eigentlich nicht den Fokus ziehen können auf Range 1 bis 2? Vielleicht hat das bei dem anderen gemacht. Nee, der hatte Stress, oder? Nee, der HBK hatte keinen Stress. Nee, der Y-Wing hatte, glaube ich, nur Stress, weil der ist so eine. Der ist eine, also glaub, eine Bank 3 geflogen. Ich glaube, er hat es vergessen, ja. Ja. Fabs, hast vergessen, den Fokus zu ziehen. Ich bin nicht sicher, aber das müsst ihr mal später nochmal. Im Replay nochmal schauen. Im Replay vom Replay. Okay. So. Jetzt kommt natürlich hier noch der Treffer, da schießt die Primärwaffe. Jetzt kommt das Eklige mit dem Agromech, was ich meinte. Das kam bis jetzt nicht zum Tragen, weil die Y-Wings einfach nicht ins Spiel kamen. Aber dadurch, dass er... Nimmt er den Treffer, nimmt er nicht? Ja, aber dadurch, dass... Wo ist jetzt Franks Zielerfassung? Weil er hat den Fokus ausgegeben. Ja, lass ihn noch einen Moment. Wir diskutieren noch, ob er den Fokus nimmt. Er musste den Fokus jetzt nehmen, sonst wäre der Z95 jetzt schon gefallen. Jetzt müsste eigentlich die Zielerfassung kommen und der Schuss direkt hinterher. Ja. Nein, es ist Range 3. Range 3, du hast recht. Aber die Zielerfassung darf trotzdem kommen. Da kommt es natürlich auch. Es ist Range 3, weil dann kann er mit seinem Geschütz nicht schießen. Ich glaube, wir sind auch hier an einem ganz wichtigen Punkt, weil wir das gerade mit dem Fokus vergessen, Zielerfassung legen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade für Erfahrung in Turnieren, sich selber zu merken, in welcher Reihenfolge ist die Liste der Befehle. Und dass man da eben nichts vergisst und dann halt aber auch immer antizipieren muss, was hat der andere und wann kann das zünden. Ja, und das möglichst nichts vergessen, ja. So, jetzt hat natürlich der Fabian Oberwasser, zieht jetzt rein, denkt sich, jetzt riskiere ich, der Z95 lebt immer noch. Ich glaube, er macht das ganz geschickt, weil ich glaube, er will mit diesem Manöver einfach die harte 2 und die harte 3 von Boba blocken. Damit er nicht zu seiner Aktion kommt. Ja, und nach Möglichkeit, eventuell, wenn der Z95 überlebt, mit 3 Würfeln auf den Y-Wing zu schießen. Den Y-Wing jetzt schnell erledigen, bevor Boba rumkommt, um dann am Ende mit seinem gesamten Setup gegen Boba dastehen zu können. Ne? Ja. Der will jetzt, muss jetzt... Schau mal. Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Ja, nee, das schafft er. Da ist er drin, oder? Ja, da ist er drin. Oh, das ist nicht einfach zu sehen. Von der Kamerawinkel, weil die GoPro, das ist mit einer GoPro aufgezeichnet, die verzerrt natürlich auch. Ihr seht das auch oben am Kartenrand, dass es so ein bisschen rund gezeichnet ist. Es ist halt nicht direkt von oben aufgenommen, sondern von schräg oben. Ich dachte, das wäre hier die Erdkante, da, die runde. Das sieht man ja auch an dem Planeten. So, jetzt genau, Fabian wird jetzt hinten dranbleiben. Ich bin gespannt, wie er den HWK da rumzieht, ob der nach links wegdrehen wird, damit er in Zweier bleibt. Genau, er kann ja ganz sicher gehen. Er macht eine kurze Bewegung, grob in die Richtung und kann gegebenenfalls hat wieder ein grünes, macht ein grünes Manöver, kann sein K4 wieder zünden, Zielerfassung auf wen auch immer. Natürlich den Y-Wing hätte ich auch nicht anders gemacht. Hätte der Y-Wing was Unerwartetes geflogen, hätte er dann im Schub immer noch mal nachziehen können. Er spielt das jetzt in Ruhe runter. Ja, und sein HWK fügt eine 1 geradeaus, oder meinst du, der kommt? Nee, der kommt ja nicht. Ich rum. Glaube, er zieht ihn schon rum, weil er sozusagen dann auch gegen Boba kämpfen muss. Ja.
Ja, ihm ist es ja auch egal, er kriegt einen Stress und kriegt trotzdem einen Fokus. Zieht Trägheitsdämpfer, die er nicht hat. Wie bitte? Fabian. Das war ihm schon sehr peinlich. Ja, schon, ne? Kein Fass aufmachen jetzt. Ja, nein. Aber tatsächlich zieht er die Trägheitsdämpfer, die er mit dem 101. Punkt in diesem Turnier in der ganzen Hinrunde gespielt hat. Versehentlich, wie wir ihm alle glauben. Und Nein. Außer Orko. Das stimmt nicht, das steht außer Frage. Ist es? Auf der Plan ist aufgegangen, der bumpt wieder rein. Blockt Boba. Gut, Boba kann jetzt natürlich auf den anderen Z95 schießen, zieht einen Würfel aus dem Z95, der Animes. Aber Fabian kann jetzt auch wieder ganz wunderbar mit der HWK, mit dem Blastergeschütz auf das Y-Wing schießen. Und kann dann entscheiden, gehe ich mit Kess noch auf das Y-Wing oder kann ich eventuell sogar schon auf Boba schießen. Ja. Das wird ein Desaster. Richtiges. Na, ich weiß nicht. Also wie viel hat der Y-Wing noch? Der Y-Wing hat auch schon alle Schilde weg, ne? Das kann gut sein, dass der Y-Wing jetzt geht. Das kann wirklich gut sein. Weil der Z95, der ist da auf Konfrontationskurs. Die HWK wird schießen können und Boba. Also bei einem grünen Ausweichen. Boba schießt. Auf wen hat er geschossen? Ja, auf den zweiten Z95. Das ist jetzt natürlich auch ganz bitter. Frank kann immer noch nicht den letzten HWK hinrichten, muss jetzt das Feuer wechseln. Kann jetzt zwar endlich mal mit beiden Schiffen auf 1 schießen, so wie der Y-Wing überlebt. Ist die Frage. Hat er jetzt habe ich aber nicht gesehen, hat er da einen Treffer oder zwei Treffer? Einen hatte er, glaube ich, ausgeschossen. Ich glaube, der Z95 hat gerade einen Treffer gefressen. Ich mache einfach mal genau gesehen. Mal einen Treffer. So, was hat er jetzt gewürfelt? Weil mit dem hat er geschossen. Hat er mit der HWK geschossen oder hat er mit dem... Ne, die HWK kann gar nicht schießen, oder? Die hat gar keinen Fokus. Ja, das ist richtig. Auch wieder was vergessen. Ne, er hat ja den Trägheitsdämpfer mit Stress, ne? Ja, nicht. Aber wenn er Stress kriegt mit seinem komischen hier, mit dem kleinen Mechaniker, dann kriegt er einen Fokus, wenn er Stress kriegt. Aber er hat ihn benutzt. Wahrscheinlich haben sie sich darauf geeinigt, dass er in den Fokus hingelegt hat. Ja. Ne? So, und das war es dann auch. Genau, 4 Treffer. Zack. Plus HWK, Ende. Ja. Das ist bitter. Also jetzt muss der Fabian das eigentlich im Grunde nur noch in Ruhe runterspielen, die Formation auseinanderziehen, dass Boba nicht zu viele Boni-Würfel kriegt. Er wird jetzt erstmal entspannt auseinanderziehen und versuchen, möglichst viele Schiffe in Feuerrichtung zu kriegen. Interessant ist, was er mit der Firespray jetzt macht. Macht dann K-Turn, lässt Boba bumpen? Nee. Oder fliegt er rechts raus, damit er Boba hinten im Feuerwinkel hat und dann seine Extra-Fähigkeit ziehen kann mit dem einen Angriffswürfel mehr? Ich denke, dann hat er eventuell auf Range 1 5 Würfel gegen Boba. Ich denke, das wird er machen und er wird dann im nächsten Zug K-Turn. Also wichtig für... Oder er will ihn bumpen lassen, das kann natürlich auch sein. Das sind zwei Varianten, ja. Aber Frank hat dafür, finde ich, zu viele Möglichkeiten. Ja. Also er kann jetzt zu viel Manöver fliegen, als dass man ihn jetzt sicher bumpen lassen könnte. Oder wie seht ihr das? Also wenn er weiter so fliegt wie bisher, würde er jetzt mit einer harten 2 reinziehen, denke ich. Also insofern ist das ziemlich abzusehen. Ich glaube, Fabians Strategie muss jetzt einfach nur noch sein, nicht mit allen Schiffen aggressiv draufgehen, damit er nicht 4 Rerolls kriegt, 2 maximal sich riskieren für Angriff und Verteidigung und das Spiel dann in Ruhe quasi auf Range 2, Range 3 runterspielen und im Obergriff Treffer essen lassen. Ja gut, jetzt wird er erstmal seinen Stress los. Ja, genau. Nimmt Z95 jetzt. zieht er raus aus der Feuerlinks, der arg angeschlagen ist, der andere, der einen Schildtreffer hat, den lässt er da, den zieht er in die andere Richtung weg. Kess wird er jetzt... Ja. Was macht er? Gerade oder? Trägheitsdämpfer. Ist der K-Turn, oder? Mhm. Er macht den K-Turn. Ja. Genau, ist ja auch... ich meine, klar, er lässt den bumpen, nächste Runde 1 vor, hat dann hinten im Feuerwinkel. Ja, er sortiert sich gerade, genau, ne? Er sortiert sich jetzt gerade für die, das ist hier gerade die Runde, wo er sozusagen die Todesfalle im Grunde aufbaut, die Frank eigentlich im Grunde nur noch entgehen kann, indem er jetzt irgendwie auch selber weit fliegt
selber auf Range vielleicht nochmal einen der angeschlagenen Z95 wegzuschießen. Dadurch vielleicht nochmal ein bisschen ins Spiel zu kommen, aber im Endeffekt ist das schon enorm schwer. Ah, er zieht die Trägheitsdämpfer. Das war gut. Das ist eben genau jetzt das. Das hatte der Fabian nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Findest du? Ja gut, er hat jetzt zwei Rerolls. Jetzt, vier Angriffswürfe. Ja. Das war gut. Oh. Jetzt hat er mal vier getroffen, oder? Ja, zwei Crits, zwei Treffer, oder? Mhm. Ja gut, er hat aber geht alles auf die Schilder. Ja, alles auf die Schilder. Ja, und ich glaube, einen Ausweichen haben wir, ne? Zwei Evade, oder? Nee, ein Fokus. Ein Evade, ja, macht drei wahrscheinlich auf die Schilder, ne? Alles klar. Genau, das ist... Ja, das ist halt das wirklich das enorm gefährliche an Boba Fett mit... Mhm. Und wieder diese Basics, ja? Was hat der Gegner für Karten? Was könnte er fliegen? Welche Varianten hat er? Und das ist das Schöne eigentlich an dem Spiel, ne? Dass es einfach zu erlernen ist, aber eben unglaublich komplex ist, wenn zwei Setups gegeneinander fliegen. Zu wissen, was muss ich tun, wenn der andere dies oder das hat. Ja, allein und schon auf dem Schirm zu behalten. Ja. Auf dem Schirm zu behalten, was kann der andere, was hat der andere für Möglichkeiten? Die Trägheitsdämpfer waren jetzt natürlich super, gell? Weil er einmal richtig feuern konnte. Aber ich glaube, eine harte Kurve kann er nicht fliegen, grün, oder? Um den Stress wieder loszuwerden. Ja. Nein, das wahrscheinlich muss er jetzt reinziehen und hat dann Case trotzdem wieder genau im Rücken. Ja. Das Problem bei der Sache ist natürlich auch, er hat jetzt natürlich auch genau das Schiff getroffen. Dem es mehr oder weniger egal ist, diese drei Treffer zu bekommen. Ja, jedes andere Schiff wäre wirklich wahrscheinlich ein Verlust gewesen oder es wäre nicht mehr spürbar gewesen, weil er nur noch eine Hülle oder so hat für den Fabian. So ist das ein Punkt, den der Fabian einfach hinnehmen kann. Der Frank hat jetzt die Option mit den Trägheitsdämpfern verloren. Es wird jetzt einfacher für den mit jedem Zug. Genau. Die anderen werden jetzt auch Ruhe reinschieben. Genau. Er kann jetzt aus allen Richtungen, aus sicherer Entfernung, kann anfangen, Würfel auf den Boba zu kriegen. Ganz übel, ja. Das wird jetzt sehr übel. HWK zieht rein und die Fire Spray fliegt eins geradeaus, oder? Sicher. Also. Und besser geht's eigentlich nicht. Drei Schiffe frontal und die Fire Spray im rückwärtigen Feuerwinkel. Ja. Ich denke, das war sein Plan. Ich denke, das war sein Wunsch und ich denke, das wird... Das wird jetzt über kurz oder lang zu Ende sein, kommt ein bisschen auf die Würfel an. Aber ich sage, dass Frank the Prank jetzt leider keine Sonne mehr hat. Weil vier Schiffe gegen eine Fire Spray. Ja, ich sag mal so, grundsätzlich ist jetzt Frank mit dem Boba gegen Kess im Nahkampf überlegen. Zumal er jetzt ja auch mit schon Boba? Das Schild weggeschossen hat. Ja, würde ich nicht sagen. Ja, doch, natürlich. Ja. Auch der, von der Position. Reroll im Angriff als auch in dem Nachkampf. Das Problem sind die anderen. Also, Fabian müsste jetzt das Blastergeschütz nochmal wieder ins Spiel bringen können. Und dann wendet sich das Blatt. Ja, aber das tut er schon genau richtig. Ja. Wie er schon sagte, der fliegt jetzt das Einser, sammelt sich jetzt jede Menge Boni ein. Push the Limit wäre dann aber auch ein Stress, ne? Weil ich glaube, er hat jetzt einen Fokus und einen Evade gelegt. Richtig oder falsch? Ja, eine Zielerfassung gelegt. Eine Zielerfassung ist da. Ein Fokus ist in der Mitte und rechts ist ein was? Das ist ein Evade, würde ich sagen. Die Zielerfassung hat er vom K4. Guck, wäre jetzt die 2 geflogen mit dem Schub, wäre raus gewesen auf dem Feuerwinkel. Ne? Ja, ich glaube, da liegt doch davor auch. Da liegt doch ein Stress an. Liegt direkt ein Stress davor. Alles gut. Echt? Ja, er hat die Zielerfassung vom K-Turn. Er hat sich mit dem Push to the Limits hat sich einen. Ach, Fokus da liegt der. Ah, Fabs, Entschuldigung. Ich sehe den Stress gar nicht. Was macht denn der Frank jetzt? Okay, er schubt. Ja, er geht nach hinten, um aus der Feuerrichtung von dem Z95 rauszugehen. Schafft er aber nicht. Schafft er nicht. Aber für den weiteren Spielverlauf ist das gar nicht so schlecht. Finde ich antizipiert, weil er kann jetzt halt da oben, ich sag mal im oberen rechten Teil der Karte, kann er sich dann ausrichten und im Moment stehen Fabs Schiffe alle eher unten geordnet. Das gilt auf jeden Fall für den HWK, der natürlich wieder mit seiner Langsamkeit zu kämpfen hat, da nicht hinterherkommen wird. Ja. Andererseits ist es natürlich auch, das ist jetzt so ein Punkt, mal, der zwei Treffer, jetzt, oder? Ich würde sagen, es sind drei, ne? Drei Treffer gegen einen Evade, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Und der nimmt seinen Evade für zwei und kriegt einen Treffer. Ja. Damit ist das Schild beim Fabian weg. Der Nachteil ist jetzt natürlich, wenn Boba die Einsamkeit sucht, er kriegt die Rerolls nicht.
Und ich habe das gemerkt mit dem Schwarm drin, ja, wenn er drei Rerolls hat. Jetzt schießt er erstmal mit Cast of Range 1. Aua, 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 aua. So, und jetzt zündet er nämlich voll. Ja, zündet den Fokus. Er braucht die Zielerfassung gar nicht nehmen. Vier Treffer, ein Crit, wenn ich das richtig sehe. Ja, so. Und? Ein Reroll. Was ist das? Er hat keinen Fokus, den hat er schon weggenommen. Evade. No, das macht drei Treffer und ein Crit. Es ist alles ins Schild, aber damit hat der Frank jetzt schon die Schilde von Boba verloren. Das geht jetzt mit den richtigen Würfeln, geht das jetzt zack, zack. Ja, jetzt guckt er natürlich noch, kommt er mit den anderen so rein. Er kann jetzt auch in Ruhe den Z95 auf 3 erstmal eine Zielerfassung legen in der nächsten Runde. Ja. Hat dann immer solide Treffer drauf. Wenn er das geschickt macht, sieht er, dass er auf 3 Range bleibt, damit Boba keine Rerolls kriegt. Man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt hier noch in der Phase, wo jeder Punkt zählt. Ja, wo es darum geht. Punktspiel, ja. Ja, wir sind noch nicht im Cut. Ja. Da ist jetzt halt wirklich die Frage, für Frank, versucht er sich diese Punkte jetzt noch über die Runden zu halten, was ich aber nicht glaube, weil die Zeit, das Spiel ging jetzt so schnell, das war so entscheidend in den ersten drei Runden, dass er es unmöglich für ihn ist, Boba zu retten. Er müsste jetzt viel eher All-In gehen und sehen, dass er halt wirklich noch mindestens einen Flieger mitnimmt, um die Punkte zu kriegen, eventuell vielleicht sogar zwei. Aber was haben wir? Wir haben zwei angeschlagene Z95, wobei der eine eigentlich noch ein Schild hat und der andere ist halt fast hinüber, ne? Ja. Und der Firespray hat keine Schilde mehr, also einen guten Crit auf Cass. Aber interessant, guck mal, er hat auf dem ersten Z95 einen Fokus genommen, er hat keine Zielerfassung auf die Firespray. Ja, der hat aber nur noch eine Hülle. Ja. Da geht er jetzt auf Nummer sicher, ne? Er geht sicher auf Nummer sicher nach dem Motto hier. Den Boba schießt vor mir, dann kann ich immer noch entscheiden, vielleicht rettet mich der Fokus und kann dann eben den Fokus dann auch für den Angriff nehmen. Das ist ja schön an dem Fokus, ne? Gerade bei den Gegnern, die vor einem würfeln. Aber wenn wir das jetzt gerade so sehen, findet ihr nicht, dass die Kev bei Scum einfach diese Special Ability einfach nicht wert ist? Diesen K4-Druiden kannst du ja überall draufsetzen, der ist stark. Ja. Der hat eigentlich ein starkes Fitting. Aber jetzt diesen einen zusätzlichen Reroll im Hack, ja, musst du schon als Spieler sehr, ich sag mal, naiv sein oder es einfach nicht wissen, dass dieser Punkt öfters zum Tragen kommt als maximal ein- oder zweimal im Spiel, oder? Ja, das ist ja jetzt auch im Grunde, du kannst natürlich, wenn du die Beweglichkeit ausspielen kannst, wie das der Fabian jetzt ja auch tut, ja, du setzt dich quasi, ja, wenn man jetzt hier die übrigens wunderschön geflogen. Ja, absolut. Diese drei Flieger ineinander, ja, gerade. Kein Fehler, wie gesagt, solides Fliegen. Kann mit allen dreien vermutlich schießen. Ja, vielleicht mit der Range 3 nicht. Muss man auch mal gucken. Aber wenn man jetzt sozusagen eine Linie machen würde, wie Cass geflogen ist, ja. Mit den verbesserten Triebwerken irgendwo macht so ein bisschen Sinn, weil du durch die Gegend donnern kannst. Aber es ist so ein Schiff für sich, was eben dann irgendwie nach hinten rausschießt. Das hat in meinen Augen, was für ein Setup kannst du da sinnvoll dazu bauen, damit die sich ergänzen? Gibt es nicht. Schwierig. Ja. Fabian sagt, er spielt ja gerne diese asymmetrischen Setups. Für mich ist es halt einfach ein Schiff für sich, was so sein Ding macht. Ja, das hat mit Asymmetrie eigentlich nichts zu tun. Das ist und einfach keiner kein kann Plan. Schießen. Ja, keiner kann schießen? Nee, keiner kann schießen. Nächste Runde. So, jetzt geht das Ganze schon schneller. Fangt nur noch ein. Jetzt muss er natürlich gucken, was macht er. Das ist der große Nachteil der Firespace, wenn du irgendwie erstmal die Gegner seitlich hast. Gut, letztendlich muss er jetzt mal die Kommando-Attacke reiten, weil ich sag mal, Cass muss irgendwie rum. Die hat Fabs jetzt erstmal aus dem Spiel genommen. Irgendwie. Ja. So, und er fliegt jetzt mit seinen drei kleinen Fliegern eigentlich erstmal. Nein, sagen wir eigentlich mit zwei kleinen Fliegern, vielleicht gleich noch mit dreien. Ja? Mit denen fliegt er jetzt zu Boba hoch. Ja. So, aber mit denen kann er es aufnehmen. Ja, jein. Das ist das Problem, halt, wenn du noch einen Flieger hast. Generell bei großen Schiffen, du kannst halt jede Runde nur einen killen. Das heißt, bevor wir hier wieder. Aber man muss überhaupt erstmal einen killen. Ja, das ist klar, das muss natürlich sein. Aber theoretisch müsste er jetzt erstmal Fabian ihm drei Runden lassen, in denen er jeweils einen Flieger killt. Bevor er dann wieder, also. Das schafft er nicht. Nee, das ist. Ja. HWK hat ja auch immerhin 5 Hitpoints, ja, und 2 Evades. So, die Spannung steigt.
Ja, mal gucken. Also ich denke mal, das Set 95 da oben von Fabian wird versuchen, ganz scharf einzudrehen, um wieder in der Flanke oder in der Seite von Boba zu bleiben, um dann in der nächsten Runde wieder zu kämpfen zu können. Und die anderen gehen jetzt einfach nah ran, um maximal Schaden zu machen. Jetzt ist es ihm wahrscheinlich auch egal. Er kommt aus verschiedenen Richtungen. Aber auch wieder den Fokus. Er geht auf Nummer sicher. Er will eigentlich am liebsten die Flieger behalten. Er hätte jetzt natürlich auch all-in gehen können. Hätte... Ah, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich hätte da jetzt eigentlich eine scharfe Kurve erwartet, um quasi um ihn rumzukreiseln und dran zu bleiben. So gut kann er nächste Runde einen K-Turn machen, genau. Schießt wieder auf Entfernung. Ja, wäre mit dem K-Turn jetzt, wäre dem anderen Set 95 da in die Kurve. Ja, ich hätte eine scharfe Kurve gemacht. Die können ja auch nicht so viel scharfe Kurven, ne? Die Z95. Musst du ja auch aufpassen, nicht, dass du. So, und jetzt chargt er hier sozusagen mit der HWK und versucht dann halt eben seine. Auch wieder hervorragend geflogen. Alter. Hast das? Ja, Frank. Nee. Frank, glaube ich, ist da cool, ja, nee, Frank, das passt. Er hat resigniert den Kopf geschüttelt, nachdem er, das kann nicht wahr sein. Er hat schon wieder so ein gutes Manöver gemacht. Aber kam da jetzt? Ja, da kommt die Aktion. Ja, alles klar. Super Fabs. Ja. Gut geflogen. Sehr kann man nichts sagen. Und er hat jetzt die Blasterkanone. Also wenn Frank jetzt reinzieht, um eben nochmal Treffer zu landen. Was natürlich, wenn er machen könnte, ist, er könnte. Siehst du? Das meine ich, jetzt K-Turn da. Ja, aber, ich meine, er hat vorhin die 5 Hits mit Cask gelandet aus dem Heck. Ne? Also das war schon... Ja. So, wenn Frank, was er natürlich jetzt auch nochmal machen kann, ist einfach gerade lang fliegen. Ja? Er nimmt jetzt hier die leichte 3 oder einfach wirklich gerade, vielleicht auch nur die 1 oder 2 in grünes Manöver, versucht die Z95 ins Heckfeuer zu bekommen. Aber das ist natürlich jetzt leicht gesagt, wenn man die Bewegung der anderen schon kennt und dass er schon vorher antizipieren muss. Nee, genau. Ja. Wie wir alle vermutet haben, er versucht jetzt zu riskieren, zieht rein, kriegt damit sie auf. Ja, das ist natürlich bitter. Jetzt kriegt er. Jetzt hat er einen Stress? Was geht? Na, ich kann das nicht genau erkennen. Ja, Stress nicht, aber er kommt halt nur wieder an den Z95 dran, der nur noch einen Hülle hat. Schön wäre es, wenn er jetzt das HWK wegschießen könnte. Aber selbst da müsste er 5 Treffer machen, um es wirklich wegzukriegen. Also. Ja. Was versucht jetzt er jetzt? Beginnt nicht, ja, er versucht nochmal hier ranzukommen auf 1. Probieren würde ich es auch. Fokus macht keinen Sinn, den würde er nur geklaut bekommen. Genau. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er. Dass er damit. Nee, er kommt da nicht zu nah an links ran. Nein, aber das passt funktioniert nicht. Auch nicht, oder? Oder? Ja, er steht drauf. Ja. Das hat ihm jetzt der Fabian auch gesagt. Er muss zurück. Er bleibt ihm nur die Zielerfassung. Oder in die andere Richtung den Schub und ins Heckfeuer. Ich weiß auch jetzt nicht, warum er da jetzt unbedingt den Schub machen will. Warum nicht sicher den Z95 vom Feld nehmen, weil der HWK ist... Der Range 1 ja. Ist halt sein Pilot. Seine Rerolls auch. Ne? Ach so, er kriegt ja dann mehr Rerolls. Ja? Mit der 1 ran, 3 Rerolls im besten Fall. Für Angriff und Verteidigung. Für Einhülle mit Gunner, das schafft er. Nein, aber für die Verteidigung. Ach so. Ja, ist richtig. Okay. Da habt ihr recht. Gott, oh Gott, haben wir Kreide gefressen. Jetzt hast du mir schon einmal recht gegeben und ich dir schon einmal recht gegeben. Ja, das ist wirklich. Ja, wir erzählen es einfach keinem. Prost. Ja, Prost. Zum Wohle. Das konnten wir dir übrigens nicht stecken, Steffen, in die... Das, was der Steffen verpasst, Runde. Ja, da war also Screenshots habe ich wirklich verpasst. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wird das jetzt schon sozusagen das Ende sein? Wird jetzt der Frank seine ersten Crits schon bekommen? Oder kann er jetzt, gut, er wird das Set finden. Ja, er macht, was lange drüber nachgedacht. Alles klar, er nimmt die Zielerfassung, er versucht den sicheren Kill zu machen, die Punkte noch mitzunehmen. Ich denke, wenn ihn das HWK trifft, dann sitzt er nächste Runde sowieso wahrscheinlich auf dem Asteroiden, ne? Könnte gut passieren, weil er dann ionisiert ist. Ich glaube, der hat schon. Wieso ionisiert? Hat Blaster geschützt. Ja, du bist ja, du hast hier nicht mehr anstoßen. Kein Bier mehr. Oh, kein Bier mehr. Ja, ich habe nicht so viel geschlafen. Oh, man richtig. Er hat ja gar keinen Ionen. Er hat die Zielerfassung. Das ist natürlich auch bitter jetzt. Ein Treffer, ein Auge. Gut, das ist ein. Jetzt hat der Z95 wirklich nochmal. Nee. Den nimmt er weg. Ja, nimmt er raus.
Ja, also, Frank. Für die Ehre. Die ersten 12 Punkte, oder? Ja. Ja. Ja, was willst du machen? Ja, das, wie gesagt, das ist unglaublich. Man glaubt es nicht, wie oft die Spiele in Runde 2 oder Runde 3 eben wirklich entschieden werden. Ja, das ist richtig. Also das ist jetzt das Bittere. Er hat nur einen Reroll. Mit dem Schub hätte er jetzt noch 2 Rerolls gehabt. Nee, er hat auch sowieso nur einen Reroll, glaube ich. Gar keinen. Ne? Frage, das war das Range 1, ich glaube nicht, oder? Nee, ja, ist auch ein bisschen halt verzweifelt. Keine. Jetzt hat er 2 Treffer kassiert. Ja, richtig. 2 Treffer und kein Evade. Ja. Wenn es läuft, dann richtig. Ja. Ja. Ja, er hätte drüber nachdenken können, ob er den. Ja, aber das Problem ist den Schub geradeaus. K-Turn, klar. Ich denke mit der HWK, ja, das ist eine gute Frage. Ja, zieht er rein. Hart reinziehen, ja. Bumpen wird da nichts. Ja. Gehe ich mal schwer von aus, aber er muss halt auf Range 2 dranbleiben, Fabs. Damit er schießen kann. Ja, und selbst ja, wenn, und er kann ja immer noch mit seiner Fire Spray reinziehen, ja, und dann muss ich darüber entscheiden, auf wen er schießt. Die Fire Spray ist schon angeschlagen. Der HWK hat, glaube ich, noch nichts, oder? Ja, der HWK hat noch nichts. Ja, er ist schon 4, also mit etwas Pech kriegt er jetzt schon sozusagen. Er wird jetzt noch einmal, mit etwas Pech schießt er jetzt noch einmal, ja, und dann genau, ist das Spiel gelaufen. Ja. Boba hat nur noch 4 Hülle. Mal kurz zum Zwischenstand. Und Fabs mit seiner Fire Spray, also Cass, hat noch 6 Hülle. Der HWK ist noch nicht angeschlagen und der Z95 hat erst ein Schild eingebüßt. Also die Sache ist für Frank, glaube ich, relativ verloren. Er ist einfach auch grandios geflogen, weil er war eigentlich fast das ganze Spiel über eingekesselt, immer von allen Seiten. Ja. Hat er die Schüsse abgerichtet, jetzt ja, auch wieder, egal wo er hinfliegt, er hat keine Ausweichmöglichkeit. Man muss es ja auch mal so sehen, es gibt vielleicht einen, der es zulässt, aber du musst ja erstmal das Spiel so lesen, dass deswegen, du es auch so hinbekommst. Ja, deswegen auch. So, und jetzt der Worst Case überhaupt. Noch gebammt. Ja, so, und jetzt macht er noch, er müsste jetzt normalerweise noch die das verlängern. Der Fabian kommt jetzt auch, der macht das jetzt auch. Um die Position richtig zu kriegen. Im schlübelsten Fall hat er sich jetzt so dadurch gedreht, dass er gar nicht schießen kann. Ja, wobei er hat Glück, er bammt, glaube ich, schon so schnell, dass er Cass nach wie vor noch im Visier behalten wird. Verliert aber die Aktion, kriegt einen Reroll. Das war auch kein gutes Manöver, muss ich sagen. Er bleibt mit diesem engen Manöver. Er kann dem HWK nicht ausweichen. Aber da er bumpt, kann er halt auch nicht angegriffen werden. Ja, das ist natürlich auch. Ja, aber er verliert die Aktion, bleibt im Visier von Zweien. Ja. Aber die Frage ist, ob Fabs damit gerechnet hat. Oder? Vermutlich nein. Also ich hätte jetzt den freien Raum, sag ich mal, von uns aus gesehen am unteren Rand gesucht. Definitiv, ja. Wäre vielleicht auch das Augenscheinlichste gewesen, aber mal gucken, was Fabs denkt. Bin ich sehr gespannt. Ja, aber Fabian wird jetzt auch wieder solide fliegen, sich keine Fehler erlauben. Er wird jetzt eine kurze 1 fliegen, ja, um dann zu entscheiden, nehme ich noch einen Schub hinterher, lass ich es bleiben. Er wird ein grünes Manöver fliegen, weil er Stress hat. Zielerfassung hat er zwar schon drauf, aber also ich kann dann wieder Harte 2 wäre ja auch durchaus denkbar, ja, oder? Ich denke auch Harte 2. Sind wir denn bescheuert? Der hat doch den schon geflogen. Ja. Ja, was rede ich denn? Du bist schon eine Runde weiter. Ja, ja. Ich war auch eine Runde weiter. Du, ich habe dich angesteckt. Das ist wegen meinem Bier, das ansteckt. So, da hat er 3 Treffer auf dem Z95. Und da hat er 2 Evades, richtig? Ja. Oh. So, jetzt genau das. Jetzt macht es sich halt bestraft. Das heißt, er hat immer den Fokus genommen. Mit dem Fokus hätte er das jetzt... hätte er das jetzt sozusagen komplett wegnehmen können. Er hat jetzt die Zielerfassung, geht jetzt mehr Risiko ein. Z95 hat jetzt eben nur noch eine Hülle. Aber das reicht ihm vielleicht auch schon. Ne? 2, oder? Nee, nur noch eine. Er hat schon einen Treffer, hat er vorher schon bekommen. Okay. So. Ja, super. 4 Ausweichwürfel, oder? Nee. Wieso hat er nicht 4? Er ist doch obstructed und es ist Range 3, oder? Ja, hätte wenn es Range 3 ist. Also ich hätte jetzt 4 gesehen, aber gut. Ja, ich hätte eigentlich auch 4, aber es kann nicht sein, dass Range 2 ist. Er hat den Reroll, aber er hat auch nur Augen gewürfelt, richtig? Ja, richtig, nur Augen gewürfelt. Das ist das heißt, er kriegt 3 Treffer? Ja. Damit ist er fast hin. Ja, noch eine Hülle. Jetzt kommt der Z95 mit der Zielerfassung und... Das wird es dann gewesen sein. Vielleicht.
Ist sogar ein Crit dabei. Okay. Das müssen wir wirklich nochmal optimieren, dass man halt die Würfel wirklich gut sieht. Ja, aber die Crits kannst du so auch nicht lesen. Also wir müssen da nochmal ein bisschen... Gut, das sind die ersten Videos. Das war ja eher so eine Spaßaktion. Und, so, beide Videos. Ich denke, wir helfen ja auch ein zwei bisschen. Treffer. So, Frank, jetzt stimmt. Er hat den Reroll. Ist er auf Range 2 oder 3? Naja, Zielerfassung gemacht, ne? Ja, aber Range 2, 3 ist ja schon wichtig, ob er noch so in die Welt mehr hat oder nicht. Ne? Scheint Range 3 zu sein. Ja, scheint so. 2 Events, okay. Er kann noch, zieht noch eine Runde durch. Ja, die eine Runde. Zuckungen. I will survive. Ja. Und ich denke jetzt hier eindeutig, also Fabs wird eindeutig hartes Manöver nach links fliegen. Weil ich sag mal, er hat ja keine Option. Aber ein bisschen Trick wird er jetzt vielleicht auch reinziehen, um ihn nochmal zu blocken, dass das Set 95 dadurch überlebt. Ja. Ja. Mit ein bisschen Glück. Ach so, das ist die Idee. Ja, mit ein bisschen Glück wird er wird Frank blocken. Er verliert die Aktion. Klar, er hat einen Reroll mehr. Aber der. Und wieder hat er dann. Fabian überlebt sein. Ja. Wahnsinn. Also sind 12 Punkte haben oder nicht haben. Ja. Es war auch unglaublich klappt. Ich habe ja selber schon erwartet, dass ich eigentlich raus bin und das quasi Cut, meinst du? Aus dem Cut raus bin, genau. Quasi nur mit Punkten drin. Also man muss wirklich jeder kleine Fehler, jede 12 Punkte, 10 Punkte, die einem fehlen später, die entscheiden wirklich dann doch darüber, spielt man oben mit oder ist man eben raus. Ja, das ist unglaublich. Meinst du, er zündet Trägheitsdämpfer? Wer? Fabs? Nee, kann er nicht, er hat noch Stress. Das macht nichts. Die kannst du auch zünden, wenn du Stress hast. Kriegst du halt noch einen Stress. Ja, macht er. Ja. Gut, obwohl er hätte auch ins Trümmerfeld fliegen können. Ich meine, das kann er riskieren. Er kann ja angreifen, wenn er auf dem Trümmerfeld steht. Was soll's, ja. Ah, siehst du, genau wie erwartet. Bombt rein. Ja, aber muss er ja nicht. Er hat ja das Blastergeschütz, er hat ihn auf Range 2 oder 3. Er muss ja nur noch einen Treffer machen. Das ist ganz solide. Warum sollte er da nochmal nah rangehen? Vielleicht Viererwürfel von Boba Fett riskieren. Das hat er wieder ganz solide gemacht, ja. Also das muss man echt ganz klar sagen. Ja, und selbst Boba keine Aktion, selbst wenn er was genommen hätte, hätte es ja weggezogen bekommen von der HWK. Ja, das war's. Spiel ist vorbei. Gutes Spiel, hervorragend gespielt. Fabian, herzlichen Glückwunsch. Gute Nummer, klares Ding.